Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2, Rasenjai-Mission. Unternehmen Barbarossa. Wir sind in Russland eingefallen und wie immer zum Start des Videos gibt es erstmal einen Rundenwechsel. Ja, hin, her. Er frischt dort auf, er greift dort den Panzer auf dem Brückenfeld an. Der verliert trotzdem keine Punkte, obwohl er auf dem Brückenfeld steht. Plus 3 gegen weiche Ziele. Lol, geil. So, da kommen die nächsten Infanteristen, die unsere Panzer angreifen. Ich glaube, sowas wie T-34 werden wir am Anfang nicht in so großer Zahl erleben. Das wird dann wohl erst in der nächsten oder übernächsten Mission. Ich weiß natürlich nicht, welche das sein werden, aber dort wird es wohl erst kritisch werden oder kritischer. So, dann Feuer frei. Nehme ihn raus. So, dann den Scout hier hoch, den Panzer dahin, auf die Pack drauf. Der macht hier eine minus 2 für den Durchbruch. Ne, das war jetzt aber doof. Okay, dann minus 6. Die Grenadiere können ihn komplett rausnehmen. Okay, dann pass mal auf, dann nehmen wir den nochmal raus. Dann jetzt die Arti drauf, die Grenadiere. Perfekt. Kommt der bis da hoch? Der kommt bis da hoch. Stellen ihn mal dort auf. Den Jäger frischen wir auf. Die Doppel... Ach, wir haben ja gar keine W. Wir haben ja nur den Kollegen hier. Der geht mal dahin. Kann ihn direkt rausnehmen. Er geht auf ihn. Er geht auf ihn. So, dann hier drauf. Er kann ihn rausnehmen. Er greift ihn. Ah, er kriegt ihn nicht raus. Aber wir können den Panzer hier nachziehen. Wir ziehen die Artillerie nach. Wir ziehen... Wir ziehen den Scout mal nach. Dahin. Das ist natürlich jetzt doof. Die kommen auch nicht viel weiter. Wartet mal, dann nutzt mal die Gelegenheit und nehmt mal die Stadt ein. Das ist jetzt nicht optimal. Das gefällt mir nicht so ganz. So, hier die U, die können wir hier schon mal hinverlegen. Den Panzer können wir auffrischen. So, hier oben, da ist es jetzt ein bisschen kritischer. Erstmal auf den Panzer, er auf die Infanterie, raus. Oh, der hat den Panzer direkt rausgenommen. Wow. Gut, dann, ach hallo. So, jetzt haben wir hier eine U auf die Kavallerie und eine U auf die Infanterie hier. So, angreifen. Angreifen. Jetzt geht rausnehmen. Okay, dann mach du das bitte. Noch ein Jäger. So, jetzt ist die Frage, wir frischen ihn mal auf. Den Scout führen wir jetzt dorthin. Gegen plus 1 gegen weiche Ziele. Das ist ja fast wie Tontauben schießen hier. Die Artillerie. Die Pioniere, die frischen wir auf. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir dann... Wo ist noch ein Flugplatz und hier ist ein Flugplatz. Wir sind bei 16 von 30.
Flugzeugen. Die Frage ist, ab wann die denn aktiv werden, die Flugzeuge. Oder ob die überhaupt aktiv werden. So, Rundenwechsel. Ach, guck mal einer an. Das ist auch schon T-34, oder? Ne, das ist kein T-34. Das ist ein T-26. Sah kurz von der Wanne aus wie ein T-34. Sehr gut. So. Wir konzentrieren uns mal mit der U auf die, mit dem Jäger auf ihn. Das hat eigentlich ganz pragmatische Gründe, dass ich hier sicherstellen will. Oh, dass der den rauskriegt. Verdammt. Noch mehr Panzer. Jetzt steht der ein bisschen exponiert da. Das gefällt mir natürlich nicht. So. Also die nehmen erstmal noch die Stadt hier ein für die Punkte. Wir bewegen uns. Ah ja, guck mal, wir bewegen uns dorthin. Sehr gut. Okay. Okay, ach so, die hatten wir noch nicht verlegt. Shit, okay, dann verlegen wir die mal. Wir flankieren die ganze Sache mal hier. Könnten hier die eine U mit hier hochschicken. Die Frage ist jetzt... Ja doch, wir machen hier erstmal ein kurzes Intermezzo. Und... Wow! Okay, krass sind die stark. Wir verlegen die Flugzeuge. Und jetzt versuchen wir mal hier eine Front aufzubauen. Oh, der ist mobil. Oh, der ist mobil. Da müssen wir hier mal auf jeden Fall verhindern, dass der uns flankiert. Kann der uns den Flugplatz wegnehmen? Nein, aber wir wissen natürlich nicht, was hier noch steht. Das ist jetzt ein Risiko. Gut, zur Not fallen sie halt auf dem Flugplatz zurück. Aber cool ist das insgesamt natürlich trotzdem nicht. Wir gehen in den nächsten Rundenwechsel. Er zieht sich da zurück im Süden. Hier oben kommt er mit Einheiten rangefahren. Den Panzer frischt er auf. Wow, minus 6. BT5 oder was? Ne, BT7. So. Ach ja. Guckt mal, was jetzt passiert. Jetzt fangen sie an, die Flugzeuge aktiv zu setzen. Und jetzt sehen wir auch, was passiert. Wir können sie nämlich nicht ein... Oh, shit. Jetzt wird's ekelhaft, weil jetzt hat er nämlich die Flugzeuge aktiv.
Oh shit. Oh, verdammte Axt. Jetzt haben wir quasi unseren Anfang-Bonus. Der ist jetzt vorbei. Jetzt hoffe ich natürlich, dass er hier. Ist jetzt die Frage, ob wir unsere Flugzeuge trotzdem einsetzen wollen. Weil er wird ja höchstwahrscheinlich hier auch Flugzeuge stehen haben. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall aufpassen. Glaube ich, insgesamt nicht so ein schlauer Move, den ich hier gemacht habe. So, die raus. Ah, er kann sich nicht mal bewegen, okay. Na gut, jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir die Pioniere auch nachrücken. Übrigens war das jetzt ja voll dumm, was ich hier gemacht habe. Ich hätte ja eigentlich mit den Pionieren dann den Flugplatz einnehmen können. Gott, war ich doof. Dann wären die natürlich erstmal weg gewesen. Die hätten sich irgendwo anders hin verlegen müssen. Ja, schlau O'Hare. Aber es ist immer noch warm. Gut, wir lassen die hier im Hangar, in der Hoffnung, dass die keine Flugzeuge in Reichweite haben, um uns anzugreifen. Wobei der hier oben ist wahrscheinlich. Wir machen mal. Hallo? Dadurch, dass sie keinen Jägerschutz haben, verlegen wir sie mal dorthin, wo sie nicht angegriffen werden können. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Das war's schon. Hauptmann Wagner, besondere Verstärkung ist eingetroffen. General, von unseren spanischen Freunden steht uns nun ein besonderes Kommando von Infanteriesoldaten zur Verfügung. Die Einheit scheint speziell für den Nahkampf ausgebildet worden zu sein. Vor allem in dicht besiedelten Gebieten dürften sich ihre Fähigkeiten als nützlich erweisen. Außerdem haben uns Rumänien und Ungarn einen Teil ihrer Ausrüstung geliehen. Diese rumänischen leichten Panzer sind nicht besonders fortgeschritten, aber ihre Anti-Personenfeuerkraft ist beeindruckend. Die ungarischen Bomber haben eine bessere Reichweite als unsere Stukas, welche jedoch zu Kosten kleinerer Ladung kommt. Die Infanterie ist in der Nähe von Goldab eingetroffen und die Panzer und Bomber sind in limitierter Anzahl zum Kauf nach Bedarf verfügbar. Okay, in Goldab. Ach, hier. Azuls. Ja, aber zum Kauf, wir haben ja eh keine Kernarmee-Felder mehr zur Verfügung. So. Damit kann er hier zumindest schon mal nicht mehr landen. Und wir kriegen ihn nicht vom Himmel. Shit. Gut, wir konzentrieren uns erstmal. Shit. Auf. Oh, das sind Bomber. Ja, ich weiß, erst Jäger und dann Bomber und so ein Spaß. Wo ist denn der Scout von uns? Kommt der bis dahin? Ja.
So, greif mal an. Er macht halt leider nur die, die minus 10 wie angekündigt. So, die ergeben sich. Damit schließen wir hier mal die Flanke. So, der kann sich kaum noch bewegen. Der auch. Ja, jetzt ist die Frage, greifen wir erstmal seine Bomber an? Ich meine, wir haben hier... Er setzt sie komischerweise noch nicht ein. Das ist das, was mich gerade maximal verwirrt hier. Wir nehmen den Flugplatz weg, damit muss er sich zurückziehen. Plus 2 gegen weiche Ziele. So, und wir rücken jetzt hier nach. Das Witzige ist ja eigentlich, dass wir rein theoretisch jetzt schon unsere Flugzeuge dahin verlegen könnten. Das Problem ist aber, dass natürlich die, die Flak, die dann angreift, deswegen verlegen wir die dorthin. So, die Azuls können wir höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Runde bewegen. So, hier ist jetzt die spannende Frage... Wow, sind die eingekrabbelt? Oh, die sind. Nö, eigentlich nicht, aber. Anscheinend sind sie ziemlich gut. So, dann nutzen wir hier die Gelegenheit, um schon mal. Was ist das? Oh, nee. Darauf habe ich keine Lust. Dann verlegen wir die wieder aus deren Reichweite ihrer Jäger. Wir wissen natürlich nicht, was hier noch steht. So, die rücken nach. Und dann geht es weiter im Runden... Kommt jetzt schon bei... ja, komm, dann gehen wir noch dorthin, um zu scouten. Dann gehen wir wieder in den Rundenwechsel. Ja, er muss sich jetzt sehr weit weg verlegen, dadurch, dass wir ihm die Flugzeuge, die Flughäfen weggenommen haben. Aua, das tut weh. Das tut auch weh. Die Flak tut natürlich auch weh. Da kommt Kavallerie, das sollte kein Problem sein. Die laufen in den Hinterhalt. Sehr gut. So, das heißt, wir müssen jetzt mal hier... Ah, shit, nur einem... Nur eins stehen gelassen ist natürlich, das ist schlecht, aber wir nehmen den nächsten Flugplatz weg. jetzt bräuchten wir hier mal, so, die frischen wir auf. Der Scout, Entschuldigung, kann bis dahin rücken. So, die Grenadiere. Was ist denn jetzt los hier? Frosch im Hals. Die Grenadiere nehmen
die nehmen die Einheit ein, beziehungsweise nehmen die Einheit raus. So, der Panzer. Das ist normal. Das ist der mit der Stummelkanone. Der kommt da nicht bis ran. Wir führen den mal hier hinten lang. Wir führen den mal da lang. Wir frischen den da mal auf. Der deckt quasi die Nordflanke, ihn auch. Die Artillerie rückt hierhin nach. Der sture Emil rückt dahin nach. Der kriegt ja auch Support. Sehr gut. Ich vermute mal, dass er hier die Flak dann irgendwann zur Pack machen wird, wenn er merkt, was hier kommt. So, hier im Norden müssen wir uns jetzt erstmal um die Flak dort kümmern. Ja, sehr gut. Die Artillerie geht dahin. Und die... Ach, komm her. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Oh, shit. Moment mal. Kommen die bis da hoch? Nee. Dann die Grenadiere... Warte mal, wir frischen sie erstmal auf, dann stellen wir sie hier auf diese Kreuzung, dass sie eventuell den Weg von da oben abdecken. Dass wir da nicht in den kompletten Hinterhalt laufen, dass die uns wieder im Backup dann irgendwie die... die Städte wieder wegnehmen. Wir greifen dort an. Der Jäger wird mal verlegt. Okay, der Panzer kann nichts mehr machen. Der Scout. Wir lassen den mal so stehen und rüsten den einfach. Also frischen ihn auf. So, kommen die da bis hin? Nee, die kommen da nicht bis hin. Die können aber auch hier nicht helfen. Die sind gerade ein bisschen nutzlos. Das ist gerade nicht so geil. Aber wir sind insgesamt an der Stelle, wo wir schon wieder einen Rundenwechsel machen müssen. So, da kommt eine Flak-Einheit. Aber die sollte relativ schwach sein. Ich nehme es zurück. So, okay, wir machen erstmal hier unten weiter. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken, dass wir irgendwie hier rankommen. Oh, nee. Okay, dann greif erstmal die... Wir kommen auch an die Bomber nicht ran, weil der Jäger Support jetzt hat. Ei. So, dann haben wir alles da eingenommen, was wir einnehmen konnten. Die Panzer hier... Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir haben da noch einen Boden... Ach so, und das ist das Hauptziel. Das ist schon das Hauptziel. Okay. Steht hier noch was drin? No. Können wir noch irgendwas bewegen hiervon? Den Scout auch nicht. Wir müssen jetzt den Punkt ja auch noch einnehmen. Ja, okay, cool. Naja, cool im Sinne von, ich weiß nicht, also
So, hier war auf jeden Fall ein Jäger. So, plus 3 gegen Luftzieler ist schon mal ganz nice. Wir holen uns hier die Flak. So, und jetzt haben wir uns selber in die Einkesselung begeben. So, wie gesagt, die wollten wir hier auf die... Ah! Der ist schon da! Die wollten wir da auf die Crossroads stellen. Die kleine Sackratte. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt das Hauptziel schon einnehmen. Ob das jetzt so eine gute Idee ist. Wow. Na gut, sie haben eh den Punkt wieder eingenommen. So, Angriff auf die. Die Pioniere rücken mit nach oben. Hier komme ich nirgendwo hin. Ich verlege mal eine U in die Reichweite dieses Panzers. Damit wir da eventuell mit einer Doppel-U da besser was machen. Wobei, der ist jetzt auf 5 runter, brauchen wir eigentlich auch nicht, ganz ehrlich. Aber das war jetzt trotzdem ein bisschen überraschend. So, die Azuls. Oh, die haben LKWs, die sind schnell. So, wie gesagt, hier unten haben wir alles gemacht. Den Scout können wir mal noch auffrischen. Den Jäger. Ja. Ach, guck mal. Ja gut, warum denn nicht, ne? Damit haben wir ihn auf 2 runter. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Okay. Dann Rundenwechsel. Ich guck mal ein bisschen auf die Uhr. Ja, eine Runde können wir, glaube ich, noch. Vielleicht spielen wir das Ding noch einfach zu Ende jetzt. Das hat aber die Folge ein bisschen länger, aber das macht ja auch nichts. Da kommt der nächste Bomber von ihm. Seine Aktivitäten sind schon sehr, sehr eingeschränkt, muss man sagen. So, zack. Oh, nee! Kriegen ihn nicht raus. Moment. Der ist ein bisschen hartnäckig, dieser kleine Panzer da. So, zack. Plus 2 gegen weiche Ziele. So, dann kann der jetzt hier... Nee, warte mal. Halt. Dann wird der aufgefrischt und der macht ihn jetzt, nimmt ihn raus. Und der Scout guckt mal, was... KV2. Nee, KV1. Oh. Herr General, unsere Truppen berichten unerwarteten Kontakt mit feindlichen schweren Panzern. Shit. Sie erbitten sofortige Unterstützung, da kleine Geschütze und andere leichte Waffen keine Wirkung an diesen neuen Panzern zu haben scheinen. Yo, shit, Puppet. Haben wir da eventuell was in Reichweite? Nein. Können wir da irgendwas in Reichweite packen? Ja. Können wir den auffrischen? So, So. KV1. Ja, die Russen hatten sowas. Nicht viele, aber sie hatten sie. Und, that's gonna be ekelhaft. So, der Scout nimmt den Punkt ein. Wir rücken nach oben nach.
mit allem, was wir haben. So, die Flugzeuge hier, die sind natürlich jetzt hier so ein bisschen blöd. Können wir die eventuell alle hierhin verlegen? So, pass mal auf. Zack. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Und jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Die Azuls, haben die eigentlich, die können den Punkt mal noch einnehmen hier. Die können wir eh nicht rechtzeitig nachrücken. Wir könnten sie maximal auf die Schiene verlegen. Das wäre eine Option, wobei die Schiene nur hier nach Vilnius geht. Aber wir haben keinen Schienenweg nach hier oben. Von daher schwierig. Okay, wir gehen in den Rundenwechsel. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was hier der KV-1 macht. Könnte vielleicht auch nochmal spannend werden hier am Ende. Ah, guck mal, wir sind halt gespottet. Achso, weil wir die Stadt nicht eingenommen haben. Ja, das ist jetzt hier... Au! Okay, es geht... Oh, wie viel KV? Nein, du nicht auch noch. Alter, das war knapp. Hui, das war... Was? Da stand eine 1. Oh nein. Oh nein, da stand doch eine 1. Der hat doch überlebt. Warum ist denn der jetzt weg? Ja, das können wir natürlich so nicht stehen lassen. Ich würde sagen, wir machen doch nochmal einen Cut hier und spielen das dann in der nächsten Folge weiter. Shit. Ich habe gedacht, er überlebt das noch, aber da waren wir zu aggressiv beim Nachrücken. Na gut, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Irendal, Ködö und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.